Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer bei mir hier auf dem Kanal. Wir fahren heute die Class 313 von Network Rail. Wie ihr da schon seht, das ist ein ganz neues Livery. Fahre ich jetzt so zum ersten Mal. Delivering Future Signaling. Ich finde es eigentlich echt gut gemacht. Und wir fahren auf der North London and Goblin Lines die Route im Workshop, wo es den Route Merge gibt. Und ja, wir müssen jetzt erstmal aufrüsten. Wir müssen auf Overhead umstellen und nicht Third Rail. Die Lok kann ja beides. Und ich würde sagen, das tun wir mal. Und dann geht's auch schon los. Wenn ich mal den Pausemodus hier wieder deaktivieren. So, ab in den Führerstand. So, als erstes den hier. Und dann stellen wir mal um. So, perfekt. Lichter umstellen. Gut, und einmal noch vorwärts. So. Schaut richtig aus da vorne. Und da hinten auch. Dürfen wir denn schon losfahren? Ja, dürfen wir. Dann würde ich sagen, fahren wir auch schon mal. Bei Wilson Junction sollen wir um 11:53 das erste Mal ankommen. Kriege ich doch garantiert gleich einen Alarm hier. Ah na, jetzt kein Magneten. Ich habe ein bisschen angefangen zu spielen, einfach zu schauen, ob das Szenario soweit funktioniert, ob die Strecke okay ist. Ich sag's euch gleich, die Strecke ist echt unsauber. Ich werde es dann gleich selber sehen mit den Sachen, was hier so rumliegen. Gibt von der Landschaft ja echt Schöneres. Aber ja. Also meine Nahverkehrsstrecke. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da Alarme draußen habe. Ich glaube nicht. Hm, ist sogar irgendwo ein Hubschrauber. War auch schon mal so frei und hab mal Screenshots gemacht. Und ich habe diesen blöden Hall-Effekt jetzt mal abgeschalten. Ich hoffe, jetzt ist in den Tunneln etc. besser. Damit es ein EFX oder ERX, was immer heißt, auch manchmal, wenn es eingeschalten ist, klingt es auch dann in den Tunneln ganz gut. Aber manchmal, so wie in die letzten Trips, klingt es einfach mega scheiße. Und hier mehr so Industriegebiet, Stadion. Was auch immer das da hinten ist. Noch ein Stadion. Oh, ist fleißig baut hier. Mal einfach Gas geben. Haben wir eigentlich Passenger hier? Nein, haben wir nicht. Und wir haben keinen Alarm draußen. Ist gerade noch gesehen. Da schaut euch den ganzen Müll links und rechts an. Den hier. Ja, ist wirklich hier ein bisschen Industriegebiet. Naja. Kann euch mal kurz ein Overview geben von der Strecke. Je nachdem, wie das nächste Signal jetzt ist, ist grün. Passt. Schaut's mal hier. Wie riesig das ist. North London, Goblin Lines, inklusive der Extension hier. Es ist Hammer. Da kann man viel Unfug machen hier auf der Strecke.
Von der habe ich auch noch die Backdated, oh, Entschuldigung, die Backdated-Variante. Da ist ja viel größer gewesen, also der Computerbereich hier oben. Mit einigen Bahnhöfen, die es jetzt nicht mehr gibt. Und bei der Backdated-Version sind die alle noch da. Und da kann man die noch befahren. Richtig schön. Ich glaube, das mache ich vielleicht als nächstes, dass ich da auf der Backdated-Version, dass wir da mal ein paar Bahnhöfe besuchen, die es jetzt so nicht mehr gibt. Der Class 411 oder sowas. Er ist bestimmt ziemlich lautstark, wenn du da wohnst. Auf gerade so einer Regio-Strecke. Dann ob das auch noch schöner wird hier. Aber an sich finde ich, es ist eine schöne Klasse. Ganz schön was los hier. Es wird bestimmt nicht lang dauern, bis wir bei so einem auffahren hinten. Und dann heißt es warten. Nachdem wir da nicht anhalten. Weil ich glaube, wir prüfen jetzt in dem Sinn die Schienen, ob die okay sind. Ich habe mir da mal das Video angeschaut von Network Rail mit dem New Measurement Train, den wir auch gefahren sind, mit dem HST. Ich meine, das ist ja schon geil, ne? Mit einem Hochgeschwindigkeitszug, mit 200 Sachen durch die Strecken jagen und währenddessen schauen, dass die Schienen okay sind. Aber ein HST dann überall einzusetzen, ist halt ein bisschen Overkill. Aber sie verwenden halt generell gern so ältere Sachen. Ich meine, so wie auch jetzt da, die Class ist ja auch nicht mehr gerade die jüngste. Und ich gab eine Class 25, haben sie auch im Einsatz. Für dieselben auch. Müssen wir mal nachschauen. Aber da sieht man noch die alten Blocks und Emus, Demos, je nachdem. Einmal sagen, die fährt sich ganz angenehm, ja, und das sind schon die gelben Signale. Rollt auch erstaunlich gut. Ah, da waren wir viergleisig. Ja, und heute habe ich meine Doku über den Eurostar-Tunnel mal angeschaut. Also der Tunnel zwischen England und London. Ich meine, was für ein Megaprojekt. Ich habe mir überlegt, ob ich da nicht einmal mit dem Zug durchfahre. Das muss geil sein. Ich glaube, eine ganze halbe Stunde fährt mein Ding im Tunnel, bis man da durch ist. Aber ich habe auf der SBB-Seite schon mal geschaut. Also man kann ja von Zürich mit einmal umsteigen, also in Paris umsteigen, bis nach London fahren. Das sind knapp 8 Stunden Zugfahrt. Klar, wenn du es schnell haben willst, fliegst du mit dem Flugzeug, bist du eine Stunde da. Kostet vermutlich auch weniger als mit dem Zug. Zugfahren kann schöner sein. Ah, doppelgelb, gut. Was denn du da? Lange jetzt nicht so gesund.
Und da vorne der erste Halt. Gehe ich mal stark davon aus. Sieht nach einer Station aus, was da gleich dahinter ist. Noch voll besetzt. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Kamera gut lesen kann. Ich meine, das ist eine deutsche Beschriftung hier momentan. Das werde ich noch aufs Englische umstellen. Ich meine, da steht momentan SIFA. Da werde ich dann ABS draufschreiben. Ja, und generell Feedback, ne? Welche Camera Views ihr haben wollt, wie ich fahren soll. Ob ihr überhaupt die Kamera da haben wollt oder ob das eigentlich uninteressant ist. Ja, erster Halt. Track View. Nee. Ah. Schauen wir uns mal in Cap um, was man das alles sehen kann. Hinter das Panel. Okay. Und so eine Art Stauraum hier. Mit Leitern. Ja. Signal. Cool, cool, cool. Da oben hast du auch noch so einen Door-Close-Button. Wenn es quasi aus... aufstehst hier, zum da oben drücken, während du rausguckst. Kann ich hier das aufmachen? Nee, oder? Ah, doch, kann ich. Lassen wir es mal offen. Oh, wir dürfen fahren. Oh, cool. Das lasse ich offen. Ich mal ein bisschen am Motor. Jo, erstmal ein Käffchen, ne? Ne, da, so. Fein. Oh, interessant. Wir gehen da noch links. Das war bestimmt nicht immer so. Wenn wir da mal gucken, da geht's wieder klassisch weiter. Warum hat man denn das so gemacht? Ja, steht ein bisschen schräg da jetzt. Interessante Entscheidung. Wer? Und da warten welche. Ich blockiere das jetzt natürlich hier wunderbar, ne? Aber idealer Tag, um mit dem Simulator zu fahren. Nicht gerade das schönste Wetter hier momentan. Völlig zu kalt. Aber ich habe ein paar so backdated Routes, also ABA Blue Error und solche Sachen. Also wenn dich das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Freue ich natürlich gerne. Freund, Freund, Freund. Traue mich jetzt gar nicht so wirklich in die Außenansicht zu gehen, weil er draußen keinen Alarm hat. Und wir jetzt da dem Service da vorne hinterherfahren.
das landschaftlich hier noch ein bisschen schöner wird. Es fehlen ein paar Texturen hier. Naja, ist die Workshop Route. Meiste scheint aber da zu sein. Ja, das ist aber jetzt nicht so schön. Irgendwas fehlt mir definitiv. Oder hat es nicht richtig geladen? Ah, wir werden aber nicht die ganze Zeit jetzt dem danach fahren, oder? Was haben wir denn da hier? Ricken Anwohner auf dem alten Viadukt. Ah, da schaut sie doch gar nicht so schlecht aus, ne? Also ein paar Screenshots habe ich schon gemacht, ne? Aber wenn ich irgendwas Schöneres sehe, zu der Screenshot-Time hier. Man ist zwar mega schrill, das Gelb. Aber ich finde schön. Auch der HST schaut in den Gelb echt gut aus. Warum haben sie jetzt hier nur 20 wegen der Station? Und da dürfen wir auch anhalten. Also irgendein Problem hat der mit den Türen. Das klingt doch nicht normal. Na, jetzt ist gerade gelb worden. So ein Shit. Man hört richtig, wie der Breaker da immer wieder zwischengeht, wenn man das Gas wegnimmt. Mega-Baustelle. Und wieder rot. Ja, den Baustellenlärm muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Na, schaltest du um? Wohl eher nicht, ne? TGW könnte man eigentlich auch fahren, aber ich weiß nicht, der reizt mich jetzt nicht so wirklich, mit dem zu fahren. Also einmal, zweimal, glaube ich, kann man schon fahren, aber es wäre jetzt nicht so ein Zug, wo sich regelmäßig fahren wird. Ist mir einfach zu langweilig.
mal zwischendrin so Sonderservices fahren wie den, das finde ich noch ganz spannend. Gerade vor allem auf der Strecken wie da auf der North London und Goblin Lines hier. Ja, noch 5 Meilen. Ich glaube, ich lasse jetzt gerade mal ein bisschen rollen hier. Das ist sowieso nur 20 gleich erlaubt. Und Vorsignal zeigt auch schon an, dass wir wieder rot haben. Das sind so ein bisschen die Außenbezirke hier. Also diese Geräusche, wenn man das mit den Jahren so hört, die werden irgendwann nervig. Also da von dem Gabelstapler da und auch die Baustelle. Schon wieder rot, ne? Oh, da scheint von rechts noch was zu kommen hier. Oh, scheiße. Ich habe sie übersehen. Bist du von allein wieder? Ah, scheiße, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte gar nicht DC Mode. Das muss ich wieder umstellen hier. Jetzt. Ah, wieso geht jetzt das Secret Breaker nicht mehr an? Ah, jetzt. So. Jetzt. Okay, Leute, jetzt müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Mich die Notbremse wieder rauskrieg hier. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Und ich weiß, was ich jetzt machen muss. Und zwar muss ich auf Emergency gehen. Auf Neutral. Und make sure the Backfield is Emergency and Release. So. Ab geht's. Mit nach draußen schauen sollte ich echt lassen hier. Wenn ich genau weiß, dass ein rotes Signal kommt. Ach, ein Güterzug fährt da vorne. Alles klar. So, aber jetzt, wo wir mal stehen, kann ich ja mal nach draußen gucken.
Was haben wir denn hier Schönes? Da, Stumpfgleis. Die nicht elektrifizierte Strecke. Ach nee, müssen wir jetzt den echt nachfahren hier? Ach nö. Ah, netter kleiner Bahnhof hier. Frag mich, was da bei dem Güterzug von dran hängt. Das habe ich nämlich jetzt nicht gesehen. Gelb, Abfahrt. Wie klingt eigentlich das Horn? Okay, das klingt ganz nett. Cool. Warum haben wir jetzt nicht vor dem Güterzug raus dürfen? Ich glaube, da können wir jetzt zugucken, wie wir dem hinterherfahren. Ja, aber gut. Unser Service hat, glaube ich, noch weniger Priorität, nachdem wir nur die Schienen prüfen. Wird die Strecke auch langsam schön, auch wenn da immer noch Müll rumliegt. Das war garantiert auch in echt so. Naja. Hat schon was. Jetzt gleich wieder. Details sind wichtig. Können wir gerade wieder stehen bleiben da vorne. Ja, liebe Dame, die dürfen hier leider nicht mit einsteigen. Ihr Service kommt ein bisschen später. Und der Kompressor. Sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus, ne? Aber der hat einen Pantographen nicht oben. Der ist in Further Rail Mode. Und hier hat es aber gar keine. Ja, so viel zu den Details. Aber er gibt Schlimmeres. Ich glaube, das könnte jetzt ein längerer Halt sein hier. Weil das nächste Signal ist gar nicht mal so weit weg. Geht der? Ich glaube, der steht selber gerade. Ah, naja, besuchen wir ihn mal. Spielen wir mal ein bisschen U-Bahn hier. Ich weiß gar nicht, was der Topspeed ist. Ich gehe mal vorbei aus 80. Da oben. Max Speed DC 30. Okay.
Warum auf diese nur 30? Oder ist es jetzt nur bei der Network Rail Variante? Class 66. Da muss ich jetzt dann gleich nochmal genauer gucken. Ist sie nicht. 30 Meilen pro Stunde auf DC-Mode halte ich jetzt für sehr wenig. Schauen wir mal bei Google. Sehe ich gar nicht. Sind die ältesten Emos im regulären Service bei National Rail. Sind sie über 45 Jahre alt. Mal wieder auf Rot. Ja. Jetzt nicht mehr. Ich sehe es jetzt gerade gar nicht, was die höchste Geschwindigkeit ist. Ah. Naja, doch Great Northern, also bei Electrically Limited to 30 miles per hour in DC Mode. The maximum line speed on the Northern City Line. Okay. Warum das? Ich habe jetzt zu spät gesehen. Ah, passt. Ansonsten, Overhead konnten sie 75 Meilen. Das sind 120 km/h ungefähr. Gemäß Wikipedia, ja. 880 PS hatte. Aber 30 Meilen, warum? Da wäre es auch mit AC gestanden. Sind wir da wieder rot unterwegs? Ja. Vor 40 Jahren. Also sind wir mit dann auf der Gobia Thames Link Railway unterwegs. Also ich gerade nur da. So. Ah, wir dürfen wieder weiterfahren. Für ein Signal. Ja, knapp eine Stunde soll das Szenario gehen. Und er meint, es könnte einen Zwischenfall geben. Bin mal gespannt, was das sein soll. Und ob der Zwischenfall ist, dass wir da einen Service und einen Gütertransport hinterher tuckern. Thank you.
Ja, 45 werden wir hier nie ausfahren. Also nicht wundern, dass ich manchmal das ABS cancel und ihr seht mich nicht den Knopf drücken. Ich habe nicht da so einen Shortcut auf die Maus gelegt. Ja, das ist manchmal ganz praktisch. Gerade wenn man der Kamera rumfuchtelt. Oh, mein Ding hier. Hoffen, dass ich dabei keinen Alarm krieg. Ja, 45 Jahre ist schon eine lange Zeit, aber ich meine, die alten Sachen halten manchmal besser als wie die neuen. Das sieht man auch in Wuppertal, als sie da die Generation 15, glaube ich, ist jetzt, wie sie heißen, die aktuellen, nur Probleme machen. Hauptsache die alten haben sie ausgemustert, klar sind die auch schon jetzt über 40 Jahre alt, aber die haben wenigstens funktioniert. Ich meine, jetzt haben sie kaputte Strecken. Müssen das nochmal sanieren. Und vor allem mit den Rädern haben sie Probleme, dass die Abnutzung ja so stark ist. Ja, war selber schuld, ne? Hätte ein paar von den Alten in Dienst gelassen. Aber kein einziger fährt da mehr. Sind, glaube ich, auch von 650 Volt auf 700 irgendwas raufgegangen. Für die neuen. Eine Meile noch. Hoffentlich kriegen wir nach dem Halt mal ein bisschen freie Fahrt. Da glaube ich, werde ich mal erstmal wieder ein Käffchen holen. War fast leer. Ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie. Also Szenario gibt es übrigens aus Free bei Alan Thompson. Könnt euch einfach runterladen und ihr braucht dann halt eben die Workshop-Routes. Und dann könnt ihr das auch schon fahren. Das ist eigentlich ein Kaffeehalter. Nix Kaffeehalter. Allerhöchstens da oben hinstellen. Aber ich glaube, wenn es dann zu stark Gas gibst, schmeißt ihr das Teil runter. Braucht einen Kaffeehalter. Bin ich dafür. Ja, sieht noch ein kleiner Abstellbereich aus hier. Ja, macht gar keinen Sinn, jetzt wirklich Gas geben.
Ja, Wahnsinn. Wir haben gelb. Und auch gleich wieder 20. Keine Ahnung, wo es da links hingeht. So, 20. Kriegen sie von uns. Wir haben hier überhaupt ein kleines Drehkreuz. Und löschen die Wartung hier. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ja, genau, da unten ist noch ein Bahnhof. Da unten ist auch Third Rail. Und da sollten wir ganz anhalten. Gerade noch so, aber ich glaube, wir haben ein Signal erwischt. Vom Sensor her. Aber nicht sehr viel los da. Ein bisschen was hinstellen können hier. Ich glaube, das ist die Mainline da. Ja, genau. So, sollen wir schon wieder weiterfahren? Mal wieder rein hier. So, aber kurzer Halt. Wo schicken die uns hin? Das war mal eine Verladestation hier. Schon ein krasses Netzwerk. Wieder rot, war ja klar. Ja, bleibst du stehen? Ja. Ah, falsche Kamera. Da kommt auch noch eine Linie von da. Ich glaube, wie so ein riesen Dreieck hier. Oh, wenn ich mir das anschaue, wenn da vorne Signal ist, werden wir da jetzt ein bisschen länger stehen. Aber das Signal sollte ich jetzt nicht getriggert haben, weil auch unten in der Anzeige bin ich nicht drüber. Ich wollte mir eigentlich einen Kaffee holen. Nein. Oder ich mache mir einfach eine größere Tasse in der Zukunft. Da leider auch gar nicht reingucken, ne? Alles abdunkelt ja. Ne. Wird in echt jetzt vermutlich voll mit Computergerätschaft und Messtechnik sein.
Da würde ich gerne mal bei so einer Testfahrt oder bei so einer Messfahrt mitfahren. Kann auch eine Testfahrt sein, wenn sie irgendwas testen. Würde sich anbieten mit so einem. Ach ja, die Bölitzerei. Ach, wegen dir warten wir. Der hat ihn jetzt aber oben. Das ist gut. Also bei dem nächsten Halt hole ich mir aber definitiv noch einen Kaffee. Jetzt komm! Lass mich vorbei! Ist kalt hier. Jetzt sind vielleicht so 6 Grad draußen. Ja, wie jetzt grün. Nicht mal gelb. Oder so eine Art Industriebereich hier. Ach, das sind ja unsere roten Freunde. Oh, Part von der Mainline hier. Viergleisig. Und hier soll man dann gleich mal anhalten. Heißt's. Es wäre aber grün. Müssen wir hier anhalten. Und links kommt auch noch wieder eine Strecke. Dann halt mal an. Ach, Schande. Oh, eben keine. Wobei, das ist vermutlich nur. Ah, nee, das könnte da von der Haupt. Ach, nee, die kommt hier rein. Die Gleise auf 1 hier. Wir sollen jetzt auf Third Rail schalten. Dann machen wir das mal schnell. Sam, wo ist der Button für das? Da, Hand to Down. Gut. Ah, Entschuldigung. Wollte der Pantograph. Oh, war gerade am Senken. Sehr gut. Das jetzt nur für das? Und wenn er jetzt nach dem geht, haben wir eine Verfrühung. Also da hätte ich jetzt vermutlich auch einfach nur ein Pop-up gemacht beim Fahren und sagen, ey, du wechsel mal hier. Anna, Third Rail, DC dürfen wir ja nur 30. Haben wir ja rausgefunden. Also wenn jetzt jemand weiß, warum das so ist, dass wir da nur 30 fahren dürfen, also 30 Meilen pro Stunde mit DC Mode, gerne in die Kommentare reinschreiben.
Okay. Kensington Olympia, Ausweichgleis. Da will uns bestimmt irgendwas überholen, nachdem wir da jetzt hier nur 30 fahren dürfen. Und die Kollegen da mit 60 unterwegs sind, normalerweise. Ich gehe das Wagnis jetzt einfach mal ein, dass ich mal eine Außenkamera mache. Ja doch, also das Sandmodell ist schon echt schön. So, da haben wir auch das Ausweichgleis. Wir dürften auch gerade schon direkt weiterfahren. Oh, wir sollen hier anhalten. Also um 12.17 Uhr wäre geplant, dass wir hier sind. 17 Minuten zu früh. Ziehen wir noch ein bisschen vor hier. Ist da noch irgendwas Spezielles? Nee. Und der DC, da haben wir jetzt ein paar Options hier. Wir sind jetzt bei Kensington. Signal VC öffnen. Was? Unfortunately, we are fault with the MR. Drilling has been declared a failure here, so that's the end of the scenario. Okay. Aber ja, wir sind da. Viel zu früh. Cool, ja, war interessant zu spielen. Schön gestaltet, muss ich sagen. Mal schauen, was wir als nächstes fahren. Also vielleicht backdated. Mal gucken. Also, dann bis zum nächsten Mal. Hoffe, euch hat gefallen und gerne euer Feedback in die Kommentare.